Ah ja, Nahegrand, Nahegrand. Du wunderschönes Gebiet. Neben Schattenmundtal einer meiner liebsten Gebiete, muss man ehrlich sagen. Nicht nur wegen Ring des Blutes, einfach so vom vom Aussehen her. Okay, da haben wir unseren Leutnant. Ah! Trifft sich ja super gut. Ihr habt meinen Leutnant getötet, dann töte ich euren Leutnant. Ich finde, das ist ein sehr guter Austausch. A fair execution, sage ich mal so, ne? Das finde ich nur fair. Finde ich nur fair. Denn das ist das Einzige, was ihr verdient, wenn ihr meinen Leutnant tötet, dass ich euren auch töte. Also, wo, hier muss irgendwo Chancengleichheit herrschen, ne? Und sowas lasse ich euch einfach nicht mal durchkommen, ne? Habt ihr falsch gedacht? Du kleiner Gefechtskommandant. Ja, okay, mach ruhig, mach ruhig. Es gibt keinen mehr, den du... Ach so, er demoralisiert mich. Na, mach's ruhig. Das ist mir scheißegal, du stirbst trotzdem. Das ist dafür, dass du meine Leutnants getötet hast. Dafür habe ich euren getötet. Ich glaube, wir sind jetzt einigermaßen quitt. Und ein Stab. Tja, das kommt davon, wenn man meine Leute anfasst. Eure Leute gehen dann auch drauf. Sozusagen Schlagabtausch. Das haben wir hier. Ring der Prüfung. What the... Wait. Das ist Ring des... Achso, das ist eine Garnisonskampagne, das ist keine Questkampagne. Ach, super geil. Das heißt, also ich kann wirklich davon ausgehen, dass es eine manuale Sache ist. Also sprich, dass man, dass da Leute bestimmt zu dritt man irgendwas... Scheiße, ich steck fest. Dass man da zu dritt was machen wird. Das ist cool. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Also wenn das wirklich so ist, dass man da drei Leute zusammentrommeln muss, ich freue mich wie ein Schnitzel. Okay, was kann ich hier verkaufen? Ich verkaufe hier eben das, was ich schon eingesammelt habe. Ich brauche den Flugpunkt. Hier kann ich ja noch nicht rein, weil ich entweder noch nicht die Quests habe. Oder weil das eine PvP-Arena ist. Ich gehe mal kurz hoch. Einfach nur, um sich mal das reinzuziehen, was da abgeht. Ach so, das ist wirklich... Oh, das haben sie wie in Nahegrand gemacht. Also das heißt, das existiert auch noch. Wer sich erinnert, zu damaligen Zeit, als Burning Crusade rauskam, gab es ja in der Mitte von Nahegrand... So eine Arena. Das heißt, jeder, der da reingehen konnte, sich einfach so gegenseitig battlen. Ich erinnere mich, als ich da drin war, als ich hier gequestet habe, da habe ich mir nichts dabei gedacht. So, was ist das denn? Eine Arena? Da gehe ich jetzt mal rein, ne? Und da waren irgendwie 20, 50 Mann und da haben sie sich einfach die Fresse poliert. Alle gegenseitig. Das war so cool damals. Schön, dass sich, schön, dass das ein Comeback feiert, sozusagen. Da wäre, wie gesagt, Leute, da wären echt alte Zeiten wach. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Da freut man sich einfach. Wie so ein Schnitzel. Umso mehr freue ich mich, dass hier noch ein Rahmob. Also, die Rahmobs, die sprießen. Was mich nicht überrascht, dass ich jetzt eine Klaue bekommen habe. Aber das überrascht mich, dass es keine Beweglichkeitsklaue ist. Hätte ich zwar eh nicht angezogen, aber... Mindestens das Gefühl zu haben, dass es etwas gibt, was man gebrauchen kann. Das war aber noch nicht da. Das hat es noch nicht gegeben. Ich erinnere mich hier, dass hier die Oger gelebt haben. Das war ja so der Gebiete der Oger. Jetzt ist es die Gebiete von diesen komischen Katzenmenschen. Ja, ja, wie sich sozusagen das Blatt wendet. Das heißt, für die Garnisonskampagne müssen wir nach da ganz hinten. Das ist nicht, weit. Das ist, wenn ich Bock hätte, wäre das nur so ein bisschen reiten und dann wären wir da. Ich werde da bestimmt vorbeigucken. Okay. Oh, der ist ja so tollwütig, der hat ja sogar Sabber im Mund. Der will hier wirklich hier alles kaputt machen. Knorrhuf, der Tollwütige, ja. Ich sehe schon, dass du tollwütig bist. Da läuft dir der Schaum vom Mund. Macht mir ein bisschen Angst. Um ehrlich zu sein. Aber du hast dich mit dem falschen Schurken angelegt. Denn deine Zeit zum Sterben ist gekommen. Auf Wiedersehen. Ah, cool. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ja, super. Das ist wirklich mal ein Artefakt, mit dem ich was anfangen kann. So, das klatsche ich dann da rein. Verliere ein bisschen Meisterschaft, mein Gott, aber Tempo kriege ich dazu. Das tollwütige Tempo.
Ja gut, das ist Beweglichkeit erhöhen. Nicht, dass das irgendwas Manuales ist. Ist das was Manuales? Nein, auch nicht. Sehr gut. Ah, super. Unser letzter Außenposten sozusagen. Mal gucken, was wir hier so errichten können. Bringt ihr Neuigkeiten? Da fragt man sich natürlich. Mano Ikka. Ethan, wo bleiben meine Ersatzteile? Ich hab doch nur zwei Hände. Viel Glück. Seid auf der Hut. Wo finde ich denn Ersatzteile bitte? Muss ich jetzt hier rumlungern und... Ach da! Die sind verstreut, okay. Ich vermute mal, dass hier einer drin ist. Oder? Ja. Habe ich richtig geraten. Und dann kommt am Ende hier eins. Mal sehen, was man hier aufbauen kann. Ob es irgendwas mit Damage Dealen ist oder ob es so wie letztes Mal einfach irgendwie passive Fähigkeiten sind, die sich ausnutzen kann. Wie gesagt, zum Beispiel Schmuggel, irgendwelche illegalen Händler. Ist ja nicht schlecht. Was kann ich heute für euch tun? Okay, benutze das Gyroskop, um zum Hochstand der Rangari zu kommen. Die Kleine macht's nicht mehr lange. Aber keine Sorge, die bringt euch schon hin. Ich dachte schon, ich stürze schon wieder ab. Ich hätte gelacht, wenn ich wirklich gleich so eingestiegen wäre und bam, sofort abgestürzt. So quack der Bruchpilot. Aber nett. Also ich hoffe, ich sollte mir vielleicht auch noch, was nicht dumm wäre. Ist gut zu wissen, dass da jemand noch ist, ein Ramob. Ist nicht weit entfernt. Ich muss mir das mal kurz notieren. Das ist irgendwo dort. Sehe ich auf der Karte zum Glück. Und das ist auch nicht weit entfernt. Ah, super. Jetzt sind wir wirklich wie Quack, der Bruchpilot, abgestürzt. Das Ende der Legion rückt näher. Momo weiß mehr. Findet Verteidiger Momo im Verliert Teller euren und tötet Glauben. Kriegsim-Krieger im Blablabla. Alles klar. Wie habt ihr euch da vorgestellt, dass ich da runtergehen soll? Nur so eine Frage, ne? Natürlich muss man da. Ich will aber dahin, aber ich glaube, dann kann ich nicht. Scheiße. Dann muss der Rahmob da erstmal warten. Erst das Arbeit, dann das Vergnügen, wie man so schön sagt. Springen wir runter, der verbesserte Fallen wird uns da nicht umbringen. Und ich sehe Horde. Horde. Nein, ach so, doch nicht. Ich dachte schon, das wäre einer der Hordis. Oh, toll. Ich dachte, das wäre irgendwas für die Quest, aber. Ja, dann kann ich mich auch gleich wieder abseilen, ne? Das hat sich ja gelohnt, der kleine James Bond-Auftritt. So, ihr gehört zur Quest für mich. Ich brauche einige von euch. Plus unseren Kommandanten. Also ich bin ja der Kommandant, aber ich meine unseren Gefährten da. Was ist denn kalter Stahl? Ach so, ja, das war Grimgleis Depot. Ich habe gerade schon verwechselt, wo wir, was wir da noch mal machen. Ich vermute mal, er ist hier drinne. Wie ich drauf komme, fragt mich nicht. Das ist Intuition. Stellt die Intuition nie in Frage. So, mein Guter. Ach. Möge das Licht euch umarmen. Yeah, auf Bischof. Warte, mein Freund, du musst warten. Das ist besser angezogen. Seid herzlich gegrüßt. Rettet Richter Kahn, versorgen da. Okay. Gute Gesundheit, und mein Hammer. Langes Leben. Beschaffen wir uns möge heiligen Hammer. Eure Familie gesegnet sein. Gut, das ist ja, sagen wir mal so, Kinderkram. Hab schon Schlimmeres gemacht. Für weitaus weniger. Das heißt, wir sind fast fertig. Es ist nicht mehr weit bis zur Gearscore von 595. Wer unterstützt mich da eigentlich? Ich weiß, dass ich da, hey, what the fuck? Ach, man hat meine Gegenstände geklaut. Für kurze Zeit. Das sah ja witzig aus. Hab mich schon gefragt, what the fuck, wieso habe ich keinen Helm mehr, keinen Umhang, kein gar nichts mehr. Die Leute beklauen einen, das ist ja skandalös. Gehe ich mal rein und hol mir, was ich holen muss. Mach gerne einen auf Retter in der Not. Nee. So haben wir. Oh, sie hat mich ausgeraubt.
Sieht zwar awesome aus, aber ich fühle mich ein bisschen leer. Ein bisschen nackt, wie man so schön sagt. Gut. Bestes Zitat von meinem Freund. Er hat sein Handy nicht in seiner Tasche gehabt. Ohne mein Handy fühle ich mich so nackt. Keine Ahnung warum. Vielleicht kann mir irgendjemand, der mit Handys mehr umgeht als ich, erläutern, wieso das so dramatisch ist. Aber das war wirklich ein Originalzitat von ihm. Jungs, ihr stirbt alle mal, ne? Also, wie wäre es, wenn ihr einfach mal akzeptiert, was da gleich auf euch zukommt und mich in Ruhe lasst? Nee, die netzen mich einfach mal wieder ein, diese kleinen Rabauken. Ja. Das hast du davon, sagen wir es mal so, ne? Und jetzt brauche ich noch den Hammer. Thor! Der Hammer von Thor. Thors Hammer. Sehr gut. Da ist dein Hammer, ihr seht schon. Da funkelt etwas. Da funkelt etwas. Funkel, funkel, kleiner Stern, ne? Kein Widerstand und da ist sein Hammer. Ich dachte, sein Hammer sieht cooler aus, aber es ist ziemlich lame. Ich dachte, das wäre dieser Standard-Drenai-Schläger, dieser lilane Knüppel da, den so ziemlich jeder fünfte Drenai benutzt. Aber habe ich mich getäuscht. Kann passieren. Damit wären wir fertig. Achso, doch nicht. Noch einen muss ich retten. Genghis Khan. Genghis Khan. Ach, er ist tot. Ja, da ist nicht mehr von Genghis Khan viel übrig geblieben. Nee, der hat's nicht mehr gemacht. Der hat ins Gras gebissen. Der hat zum letzten Mal Genghis Khan gesungen. Das war wohl sein letzter Auftritt für heute. Dann gebe ich mal die Quest hier ab. Seil mich nach oben und gib den restlichen ab. Das ist der Plan. So, mein Freundchen. Zwei Leben, einer ist tot. Nehmt den Weg, den nur. Und da ist dein Hammer. Die Naru haben uns nicht vergessen. Ach, das Ding ist sogar besser. Gut. Erinnert euch gut an die Lehren der Vergangenheit. Die Frage ist wie. Achso, Arkonenkristall zerstören und dann Garnisonsbaupläne. Naja, eigentlich das holen, was mir rechtmäßig gehört. Also nichts Neues. Stun. Attack. Muss ja Chancengleichheit geben, ne? Sprich. Wie? Wie? Nein. Scheiße. Ich kann sie auch nicht wegblenden. Das ist ja behindert. Bin ich nicht gerade überragend, was hier gerade abläuft. Tot ist sie aber trotzdem. Der macht da fröhlich vor sich hin noch seine Sachen. Aber die hat mich aus irgendeinem Grund angegriffen. Warum? Wegen dieser heulenden Klingen bestimmt, oder? Hat die so eine große Range, dass das funktioniert? Ach, mein Typ verreckt. Ja, warte mal. Euch PAOE aus. Den Rest schaffst du alleine. So. Fertig. Na komm, ich helfe dir. Sonst dauert das hier mal wieder 10.000 Jahre. Achso, ich soll wieder runter. Sehr gut. Das heißt, jetzt könnte ich mich um das Ramob kümmern. Ich habe das nicht vergessen. Mein Gedanke ist so scharf wie mein Auge. Oh, das war sogar echt ein deeper Spruch, Alter. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich mich wieder aufsehen kann. Passt schon, ich glaube. Ah ja, genau. Gefunden habe ich sie trotzdem. Muss zwar ein bisschen im Wasser planschen. Für einen guten Zweck. Also besser gesagt, hoffe ich mal, dass es für einen guten Zweck ist. Also wenn sie mir nichts droppt, dann war das ziemliche Zeitverschwendung. Nein! Bullshit! Jetzt muss ich überlegen, wie ich da am besten wieder hochkomme. Ich sehe, es gibt hier einen Weg nach oben. Also sprich, hier könnte ich nochmal andocken. Oh, das war aber doch Hartz IV. Das war nicht das, was ich haben wollte. Mann, ich dachte, wenn ich da runterspringe,
komme ich da nicht gerade direkt am Boden wieder an?